Die nachfolgenden Videobeweise aus Bern zeigen, wie die Berner Polizei die Drogendealer schützt und wie der Macher vom Film für sein Leben rennen musste, weil die Drogenherren, die unsere Kinder vergiften, keine Videokameras in der Nähe dulden und die Lage sehr schnell sehr gefährlich wurde. Und sie sogar versuchten, das Fenster vom Auto einzuschlagen. Und mit sehr viel Glück konnten wir rechtzeitig zum Auto rennen. Und nicht mal da waren wir sicher. Das meist Besorgniserregende war, dass diese gefährlichen Drogenherren sich ganz offensichtlich am sichersten fühlen in der direkten Nähe und Schutz des Berner Polizeihauptkommissariats, etwa 100 Meter entfernt, was ich anhand einer Karte noch nach dem Video weiter verdeutlichen werde, was die Sache noch gravierender macht, was Sie danach weiter erfahren werden. Schauen wir uns erstmal die Aufnahmen an. There we go. Scheiße, die Bullen machen nichts. Sie alles Drogen auf verkaufen. Nichts machen sie. Wenn du nichts machst, dann setzen sie dich 3 Pistolen auf den Kopf wegen nichts. Und da stehen sie alle hier, Mann. Ganz ist voll hier damit. Ganz ist voll. Werden noch aggressiv. Wenn du das Nein sagst, wegen dieser Scheißdrogen. Ihr verdammte Polizisten. Ihr schützt Kinderficker und Drogendealer, Mann. Ich sag's dir, ey. Ihr seid doch das letzte Abschaum, Mann, ey. Voll aggressiv werden die Typen auch noch. Nachher kommen sie noch. Überall, Mann. Überall. Fucking Drugs. Überall. Und dann kommen sie schon. Ja, dann. Fahr, Mann. Hier, fahr, schau. Fan. Aggressiv, ey. Hast du gesehen, Mann? Hast du das gesehen? Da kommen sie, schau. Ja, klar. Schau. Fan, Mann. Hast du gesehen, wie aggressiv, ey? Das ist mal ein Araber mit ihrer Scheißdroge. Und Polizei? Nirgendwo. Es passiert um etwa 10 Uhr abends und da waren noch viele Jugendliche unterwegs. Und der Art, in der die Drogenherren ungestört und gerade neben dem Berner Polizeihauptkommissariat ihre Sache erledigen können, lässt keine anderen Schussfolgerung ziehen, als dass da irgendwelche Abmachung zwischen Berner Polizei und die Drogenbarons vereinbart worden ist, in der man die Drogenbarons ihr Hoheitsgebiet grad neben dem Berner Polizeihauptkommissariat gewährt hat. Da war weit und breit kein Polizist zu sehen, was man deutlich in den Videobeweisen erkennen kann. Und auch wie ungekümmert die Drogenbarons sich verhalten. Und es kommt noch schlimmer. Schauen Sie mal. Die Berner Drogenbarons halten sich am Bollwerk auf und in einem Umkreis von etwa 100 Meter und in einer Art von Dreieckkonfiguration gibt es nicht nur ein riesiges Berner Hauptkommissariat, aber sogar 3. Eins von der Kantonspolizei auf dem Waisenhausplatz, ein riesiges Areal. Ein zweites am Nordring und riesiges Hauptkommissariat der Berner Stadtpolizei am Nordring. Und drittens die Bahnpolizei am Bollwerk selber, wo auch das Hoheitsgebiet der Drogenbarons sich befindet. Wo auch noch 30 Meter weg auf der anderen Straßenseite das Regionalgefängnis ist und 50 Meter weg
der Nationalrat tagt. Und das ist dann auch noch gerecht, ne, das Regionalgefängnis hier. Da. Und die Drogendealer, die sind hier, die Barons, da, auf dem Bollwerk. Also das ist gerade gegenüber. Dann ist hier die Kantonspolizei, nicht mal 100 Meter weg. Ein riesiges Hauptkommissariat. Und dann ist hier am Nordring, hier, ist noch ein riesiges Hauptkommissariat von der Berner Stadtpolizei. Und da sehen wir auch, das ist Bahnhof hier, der Bahn läuft hier über dem Fluss. Und dann ist genau hier ist die Bahnpolizei. Und noch hier gegenüber tagt die Nationalrat. Also man kann nicht anders schlussfolgern, dass die hier geschützt werden. Wenn all die Behörden, es ist regelrecht umgeben von Behörden, Polizei und so weiter. Und da ist keiner zu sehen. Ja. Hier sieht man das YouTube-Kanal von dieser Kantonspolizei, gerade neben dem Hoheitsgebiet der Drogenbarons. Und sie sagen hier, wir sorgen mit rund 2500 Mitarbeitenden rund um die Uhr für eine möglichst hohe Sicherheit der Bevölkerung. Naja, das ist gelogen, das haben wir gerade vorher gesehen. In dem Video Beweis. Man sieht sie eigentlich nur ein bisschen da Fahrrad fahren in der Sonne. So. Und da noch eine Krone auf dem Bär. Ne? Sind ja Adlige. So, da ist dann die Kantonspolizei. Wie Sie sehen, ist ein riesiges Areal hier. Und nebendran auch noch. Und das geht direkt da, 100 Meter weg, da wo die Drogenbarons da rumlaufen und geschützt werden von der Polizei. Um es uns einfach zu machen, haben sie noch das gleiche Bild hier gezeigt. Da sehen sie, was ich vorher gezeigt habe. Und da sind die Drogenbarons. Und dieses Areal der Polizei, das Areal, geht ganz weiter bis hier so. Sie sind wirklich ganz gerade nebendran. Und da hier auf der anderen Seite eingeschlossen, am Bollwerk selber, wo die Drogenbarons da ruhig rumlaufen, ist da die Bahnpolizei. 20 Meter weg. Und dann noch hier Polizeikommando der Stadtpolizei des Kantons Bern am Nordring 30. Und hier noch das Bild. Genau das hier, Nordring. Genau das, was ich vorher gezeigt habe. Das steht dann auch auf hier auf ihrer Website, schreiben Sie die erste Bewertung zu Polizeikommando des Kantons Bern. Ja, machen Sie es lieber nicht, weil wenn Sie die Wahrheit schreiben, dann schicken Sie Ihnen noch eine Antiterroreinheit. So, eingeschlossen, weniger als 100 Meter von drei riesigen Polizeihauptkommissariaten sind da die Drogenbarons da in ihr eigenes Hoheitsgebiet. Geschützt von der Berner Polizei. Ich meine, die Bilder zeigen nichts anderes. Es lässt keine andere Schlussfolgerung ziehen, als dass die geschützt werden. Also regelrecht umkreist von Behörden in der direkten Nähe kann man schwerlich anderes schlussfolgern, dass Drogenbarons direkt von der Berner Polizei geschützt werden. Während die Berner Polizei eher damit beschäftigt ist, wehrlose Familien wegen nichts schwer zu terrorisieren. Und um derartige Filme wie dieses hier durch Polizeigewalt und Intimidation einer Antiterroreinheit zu unterbinden, wurde Macher dieses Filmes in 2011 drei Pistolen auf dem Kopf gedrückt bekam von der Berner Antiterroreinheit. Dass er besser nicht mehr die Schweizer Polizei weder filmen noch über sie reden sollte, weil man sonst beim nächsten Mal abdrücken würde. Es bleibt mir dabei nichts anderes übrig, als zu wundern, ob die Berner Polizei diese Verhaltensweise von ihren Drogenbarons gelernt hat oder eher umgekehrt.
Oder vielleicht eher während dem Surfen auf dem Internet während der Dienstzeit solche Machenschaften angelernt. So wie ihre Beamtenkollegen in Luzern, ganz aktuell.